Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen hier zu einem Weltspezial. Denn heute vor genau einem Jahr hat Olaf Scholz die Zeitenwende angekündigt mit seiner Rede im Bundestag, die in die Geschichtsbücher einging. Ja, und die heute unterschiedlich beurteilt wird, auch in dieser Sendung. Als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine versprach Scholz auch 100 Milliarden Euro, um die Bundeswehr zu modernisieren. Bislang allerdings ist davon in der Truppe wenig zu spüren. Die Union wirft der Bundesregierung nun vor, ihre Zusagen nicht einzuhalten. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert künftig noch deutlich mehr Geld für die Bundeswehr. Moderne Ausstattung, mehr Personal. Das hat der Kanzler für die Bundeswehr versprochen. Ein Jahr ist seine Zeitenwende-Rede her. Passiert ist seitdem wenig. Der Verteidigungsminister fordert nun noch deutlich mehr Geld für die Truppe. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen alleine reiche nicht. Die 100 Milliarden Sondervermögen sind das eine. Die werden noch 3 Jahre brauchen, bis sie ausgegeben sind. Und danach wird es aber feststehen, dass wir mehr brauchen. Übrigens auch schon für den laufenden Betrieb. Deswegen ist auch neben dem 2-Prozent-Ziel zu erreichen, dass der Etat des Verteidigungsministeriums wächst, deutlich wächst. Konkret fordert er 10 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für die Verteidigung. Auch Heeresinspekteur Mais glaubt, für eine Vollausstattung reichen die 100 Milliarden Euro nicht. Für die an die Ukraine bereits gelieferten Panzerhaubitzen und für die versprochenen Leopard-Panzer soll zudem noch kein Nachschub für die Truppe geordert worden sein. Doch innerhalb der Koalition könnte die zusätzliche Milliardenforderung für die Bundeswehr noch zu Krach führen. Die Grünen befürchten, dass andere Sozialprojekte auf der Strecke bleiben könnten. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses aber meint, der Verteidigungsetat müsse Priorität haben. Wenn wir die äußere Sicherheit nicht garantieren, wenn wir nicht garantieren, dass wir auch in Zukunft in Frieden und Freiheit leben können, brauchen wir über ökologische Fragen, über soziale Fragen nicht mehr zu sprechen. Das heißt, wir müssen in einem sicheren Land leben. Auch für die Aufgaben in der NATO muss die Bundeswehr fit sein. Die Streitkräfte Deutschlands, Polens und der USA planen offenbar bald ein Manöver in Polen. Entsprechende Überlegungen bestätigt der Verteidigungsminister. Die USA überraschen unterdessen mit einer Aussage zur Lieferung von US-Kampfpanzern. US-Präsident Biden habe der Lieferung von Abrams-Panzern an die Ukraine nur aufgrund des Drucks aus Deutschland zugestimmt, sagte sein Sicherheitsberater. Auf dem Schlachtfeld wären die Waffensysteme nicht nützlich. Und bei mir im Studio unser Militärexperte Guido Schmidtke. Ja, können wir noch mal ein bisschen zusammenfassen, was ist beschlossen worden in dieser Zeitenwende für die Bundeswehr? Was ist bislang angekommen? Was hat sie der Bundeswehr bislang gebracht und wo geht's hin? Ja, politisch ist die Zeitenwende sicherlich umgesetzt worden, aber militärisch sucht man in der Truppe noch nach den Waffensystemen und nach dem Material, was eigentlich schnellstens beschafft werden sollte. Ich habe da mal was vorbereitet und da müssen wir natürlich über das 100 Milliarden Euro Sondervermögen sprechen, was aber nicht wirklich ein Sondervermögen ist, sondern ein Kredit. Und je nachdem, mit wem man spricht, gehen da schon mal 7 bis 13 Milliarden Euro allein an Zinsen weg. Die müssen abgezogen werden. Dann hat man große Rüstungsprojekte inzwischen unter Dach und Fach gebracht, zum Beispiel neue Kampfjets für die Luftwaffe in Höhe von 8,3 Milliarden Euro, digitale Funkgeräte 1,4 Milliarden, Sturmgewehre, Transporthubschrauber will man beschaffen, hat man aber vertraglich noch nicht abgeschlossen. Und in diesem Jahr, so Verteidigungsminister Pistorius, hat man angeblich Projekte für 30 Milliarden schon abgeschlossen. Das ist aber eine kleine Mogelpackung, denn innerhalb dieser 30 Milliarden sind viele Waffensysteme, viele Projekte, die man schon vor langer Zeit in Auftrag gegeben hat bzw. beschlossen hat. Gucken wir vielleicht mal auf das Verteidigungsetat. Da hat nämlich Boris Pistorius gesagt, dass er möchte, dass das mindestens um 10, wenn möglich sogar um 15 Milliarden erhöht wird. 2023 haben wir 50,1 Milliarden im Verteidigungsetat. Das würde dann bedeuten, dass man auf 60 bis 65 Milliarden den Etat erhöhen würde. Denn es geht immer um die 2% des Bruttosozialprodukts. Das ist die Forderung der NATO und die möchte man jetzt auf deutscher Seite erfüllen. Und dann müssen wir noch darüber sprechen, warum möglicherweise bis jetzt relativ wenig bei der Truppe angekommen ist. Also von diesen 100 Milliarden noch nicht das Geld investiert worden ist, dass die Truppe wirklich im Bereich Ausstattung besser dasteht. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es sehr, sehr lange dauert, bis die Aufträge der Regierung
an die Industrie gehen. Wenn man mal die ganzen Waffensysteme nimmt, die an die Ukraine abgegeben worden sind, dann ist da noch kein Ersatz bestellt worden. Unter anderem reden wir da über 18 Kampfpanzer Leopard 2A6. Ein weiteres Problem ist das Beschaffungsamt. Das nennt sich BEIN, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Ein bürokratischer Moloch, wenn man mit Insidern spricht. Es dauert da sehr, sehr lange, bis Verträge abgeschlossen werden und dann auch die, ich sag mal, Einsatzüberprüfungen durchgeführt, abgeschlossen werden und dann das Material auch wirklich in die Truppe kommt. Und natürlich ist die Rüstungsindustrie auch ein Nadelöhr. In vielen Jahrzehnten hat man immer weniger bestellt auf Seiten der Bundesregierung, auch international. Und die Rüstungsindustrie hierzulande hat ihre Kapazitäten reduziert. Und jetzt muss man diese Produktionskapazitäten erst wieder aufbauen. Viele Hersteller in Deutschland sind momentan dabei, neue Fabriken zu errichten, unter anderem, um den Munitionsbedarf der Bundeswehr für die kommenden Jahre decken zu können. Darüber hinaus natürlich wie in allen großen Schlüsselindustrien ein großes Problem, qualifiziertes Personal zu bekommen und auch die Rohstoffe für die modernen Waffensysteme zu bekommen, um dann zum Beispiel Artilleriegranaten herstellen zu können. Das stellt sich nicht so einfach dar. Also bisher viel, viel Geld eigentlich da, aber wenig neues Material, was wirklich schon bei der Bundeswehr angekommen ist. Und das dauert bei einer solch verkrusteten Struktur dann eben auch ihre Zeit, bis so eine Zeitenwende überhaupt mal ankommt. Mindestens Guido, noch ein paar Jahre. Danke dir für die Analyse und den Besuch hier im Studio. Ja, die Welt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sei nicht mehr dieselbe wie vorher. Das sagte Kanzler Olaf Scholz auch bei seiner Zeitenwendenrede vor genau einem Jahr. Was also hat der Krieg in Deutschland seitdem verändert? Was erwarten Sie? Wir haben Sie gefragt. Hier ist Ihre Stimme. Ich hoffe, dass es bald vorbei ist und dass man sich irgendwie einigt oder dass da keine jungen Menschen mehr sterben müssen. Und das ist auf beiden Seiten sicherlich nicht das, was die Leute wollen. Man heutzutage also sagt, wir brauchen Frieden, aber nicht mit mehr Waffen, dann wird man schon also in die rechte Ecke gestellt und als Putin-Freund bezeichnet. Das ist echt schlimm. So darf die Zeitenwende eigentlich nicht aussehen. Es ist viel Egoismus in der Welt, viel Unfrieden. Also dadurch, finde ich, ändern sich gerade die Zeiten. Ich weiß nicht, ob Waffen immer Frieden stiften, aber mir fällt im Moment auch nichts Besseres ein. Ich glaube, das ist noch ein Prozess, der stattfindet, wo ja, nach dem Kalten Krieg, nach der Geschichte Deutschlands, glaube ich, eine sehr schwierige Diskussion gerade stattfindet. Und ich glaube nicht, dass das schon fertig ist. Ich finde es einfach traurig, dass man es in diesem Jahrhundert einfach nicht schafft, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und miteinander zu sprechen, zu kommunizieren. Und dass heutzutage einfach noch der Krieg möglich ist in diesem Ausmaß, das ist einfach, ja, es ist schon ein Kriegsverbrechen, würde ich definitiv sagen, was halt abläuft. Und ich finde es einfach nur traurig. Wir in Deutschland, in Europa sind langsam dort angekommen, dass es eben nicht immer nur Frieden geben kann, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit Nachbarn, die nicht immer nur freundlich sind und per Diskussion versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Ich glaube, so langsam kommen wir an, dass wir uns auch darauf einstellen müssen, mit solchen Nachbarn zurechtzukommen. Über all das möchte ich sprechen. Bei mir im Studio der Historiker Professor Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Ich grüße Sie ganz herzlich und schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Ja, die Zeitenwende ist unser Thema, der Jahrestag. Und da verkündete Olaf Scholz ja Waffenlieferung einerseits und die milliardenschwere Aufrüstung andererseits. Sonst spricht er sehr ruhig. An diesem Tag war er emotional und hat wirklich die Menschen erstmal mitgenommen. War das eine historische Rede für die Geschichtsbücher? Würde ich unbedingt sagen. Ich glaube, diese Rede am 27. Februar war eine der großen sicherheitspolitischen Reden der Bundesrepublik Deutschland. Mit der Londoner Rede Helmut Schmidts vergleichbar oder anderen großen Reden. Nein, das war ein ganz besonderer Moment. Damit wir alle wissen, worüber wir reden, weil nicht jeder das vielleicht so präsent hat, hören wir doch mal kurz gemeinsam rein in einen klitzekleinen Ausschnitt von Olaf Scholz in dieser Zeitenwendenrede. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf,
ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Ja, wirklich auch eine emotionale Rede, Herr Professor Neitzel. Selbst die Union musste damals zugeben in der Opposition, ja, diese Rede hatte eine große Wirkung damals. Aber heute sagt sie, aber so richtig hat die Zeitenwende noch gar nicht begonnen. Teilen Sie diese Auffassung? Ja, die Frage ist, was wir unter Zeitenwende verstehen. Es sind ja unterschiedliche Ebenen. Ich glaube schon, dass im öffentlichen Diskurs, nicht zuletzt Weltfernsehen, hat ja immer wieder darüber berichtet, über den Ukraine-Krieg, über die Aufrüstung der Bundeswehr, über die bessere Ausstattung der Bundeswehr, über die Defizite. Also ich glaube, im öffentlichen Diskurs hat sich eine Menge getan. Auch in der Einstellung der Bevölkerung zur Bundeswehr, zum Militär. Das ist das eine. Die andere Frage ist natürlich, wir haben es ja auch in der Rede gehört, in Scholz sagen, erlauben wir Putin bestimmte Dinge nicht zu tun? Wie stark sind wir eigentlich? Was kommt bei der Bundeswehr an? Und gerade beim letzten Punkt, was kommt bei der Bundeswehr an? Ist denn die Bundeswehr so viel einsatzbereiter? Da müssen wir sagen, ist noch sehr viel zu tun. Dann haben wir leider, glaube ich, ein Jahr Zeit verloren. Ist noch sehr viel zu tun. Ist denn überhaupt was passiert? Vor einem Jahr sagte der Heeresinspekteur, die Bundeswehr, also sein Waffengattungsteil, steht blank da. Das sieht er jetzt nicht mehr ganz so. Andere sagen, momentan sind wir definitiv nicht verteidigungsfähig, nach wie vor nicht. Ja, die Frage ist immer, gegen wen würde man sich verteidigen? Und die Russen stehen ja nicht an den Seelower Höhen, sondern kämpfen in der Ukraine, im Donbass. Also das ist ein bisschen eine theoretische Diskussion. Aber es gibt schon Ideen aus Russland, dass die rote Fahne wieder über Berlin wehen sollte, solche Zitate zumindest. Die Zitate gibt es, aber da sollten wir ein bisschen Luft rauslassen. Also in Russland beißt sich zurzeit an der Ukraine die Zähne aus. Da sollten wir auch nicht zu optimistisch sein, was die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine anbelangt. Aber wir sind, glaube ich, jetzt selber als Land nicht direkt bedroht. Aber die Frage ist natürlich, haben wir, darauf zielen Sie ja, haben wir eigentlich bei der Bundeswehr Boden gut gemacht? Und auch da würde ich sagen, ist vielleicht im Mindset der Soldaten, der Generäle, der Spitzenbeamten das ein oder andere passiert. Ich glaube, dass Herr Mais, die anderen Inspekteure der Teilstreitkräfte wollen, sie wollen Verbesserungen haben. Aber wenn wir mal real auf die Lage schauen, wie viele Panzer haben wir einsatzbereit, welche Munition haben wir, wie ist der Ausbildungsstand, da hat sich in diesem letzten Jahr nicht sehr viel getan. Das will eigentlich jeder, der dort Führung übernimmt, aber schon seit Jahrzehnten. Die Strukturen sind verkrustet und haben wir uns da auch kaputt gespart in dem Glauben, einen Krieg wird es in Europa, einen wirklich bedrohlichen Krieg, so nicht mehr geben? Ja, es ist ein bisschen so die Parallele. Nach dem Ersten Weltkrieg hat der britische Premierminister David Lloyd George gesagt, in den nächsten 10 Jahren wird es keinen großen Krieg geben. Und hat dann die britischen Streitkräfte bis auf die Schlacke runtergerüstet, bis man 1937 im Anbetracht von Hitler wieder aufgewacht ist. Und so ähnlich war das auch nach 1990. Wir konnten uns alle nicht vorstellen, oder nicht, die alle vielleicht nicht. Also ich habe immer dafür geworben, dass die Streitkräfte auch Landesverteidigung machen können müssen. Aber die meisten im politischen Spektrum, das ist völlig irreal. Und das Besondere ist, dass wir auch nach 2014 nicht aufgewacht sind. Und die Frage müssen wir auch kritisch stellen, hat dann die Generalität auch scharf genug darauf hingewiesen. Also da sind viele Versäumnisse. Aber noch schmerzhafter ist, dass wir eben im letzten Jahr nicht noch stärker vorangekommen sind. Dass wir nicht angefangen haben, die Strukturen im Bundesministerium der Verteidigung zu entschlacken, es mehr auf Effizienz zu trimmen. Und da hat Herr Pistorius jetzt eine große Aufgabe. Da geben Sie ein gutes Stichwort, denn der Verteidigungsminister sagt ja gerade heute auch, wir brauchen noch mehr Geld als die 100 Milliarden. Nur die Frage ist auch, ist Geld wirklich alles? Und da hören wir mal gemeinsam rein, was uns FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dazu heute gesagt hat. Zeitenwende ist erstmal das Militär zu stärken. Zeitenwende ist erstmal mehr Geld in die Hand zu nehmen. Zeitenwende muss aber auch im Kopf stattfinden. Sie müssen die Menschen mitnehmen. Sie müssen ihnen erklären, der Euro wird nur einmal ausgegeben. Und dass die äußere Sicherheit in der Bundesrepublik in Partnerschaft mit Europa, mit der NATO, das momentan das Wichtigste ist. Wenn Sie Ihr Haus nicht sichern, dann brauchen Sie nicht darüber zu diskutieren, ob Sie ein Sofa reinschieben oder ein Bild an die Wand hängen. Das heißt, die äußere Sicherheit ist von hoher Relevanz. Es geht also auch um die äußere Sicherheit, Herr Professor Neitzel, aber eben auch die Frage, wie ist es mental? Nimmt der Kanzler die Bevölkerung da komplett mit? Die eine Rede war groß und dann gab es viele Diskussionen.
bis heute. Und das ist ja sehr wichtig, dass man alle mitnimmt. Alle, ich glaube, wird man nie schaffen. Aber. Alle wird man nie schaffen. Wir sind eine liberale Demokratie. Es wird immer auch Gegner der Bundeswehr geben, Gegner von Investitionen in die Bundeswehr. Nur mein Argument wäre, die Politik muss klar kommunizieren. Und wenn sie klar kommuniziert, wenn sie erklärt, wenn sie Gründe angibt, wie das Scholz in seiner Zeitenwende-Rede gemacht hat, 2/3 der Bevölkerung sind danach mitgegangen. Also sie muss klar kommunizieren. Und da würde ich doch kritischer sein, als der Kanzler selbst über sich ist. Denn ich glaube, dass das immer 3 Schritte vor, 2 zurück war. Und das verunsichert natürlich. Und erinnern wir uns daran, nach der Zeitenwende-Rede kam das große Spiegel-Interview von Olaf Scholz, wo er dann davon sprach, von einem möglichen Atomkrieg. Das verunsichert viele Menschen. Und von daher glaube ich, die große Aufgabe wird sein, was Frau Zimmermann, Stadt Zimmermann gesagt hat, eben nicht nur Geld. Wir brauchen zweitens Strukturreformen. Dafür werden wir wahrscheinlich auch das ein oder andere, den anderen Personalwechsel brauchen, über den wahrscheinlich Herr Pistorius nachdenkt. Und wir brauchen eine klare Kommunikation letztlich vom ganzen Kabinett, um die Bevölkerung und der Bevölkerung auch sozusagen argumentativ klarzumachen, worum es geht. Aber gelingt genau das noch? Denn man hat ja eher das Gefühl, der Krieg geht weiter seit über einem Jahr. Die Akzeptanz bei einigen zumindest schwindet. Und der Wunsch nach irgendeiner Art von Verhandlungsfrieden, wenn momentan auch niemand verhandeln kann oder sich bereit erklärt, Putin am wenigsten, aber der Wunsch ist in der deutschen Bevölkerung da. Sehen Sie da einen Richtungswechsel? Sie sind Historiker, Sie ordnen das ja auch. Also ich glaube, also dass der Wunsch nach Frieden ist ja sehr verständlich. Ist bei jedem von uns da. Wir alle wünschen uns das. Die Frage ist, wie realistisch ist das? Und ich halte es eben für völlig unrealistisch, weil ich glaube, Frieden gibt es dann, wenn 2 Seiten sich irgendwie einigen können. Und ich glaube, Putin hat überhaupt gar keinen Grund, jetzt in Friedensverhandlungen zu gehen, weil er glaubt, am längeren Hebel zu sitzen. Und ich glaube, dass wir da also ich bin auch nur halb glücklich mit dem, was Olaf Scholz abliefert. Wir müssten klarer kommunizieren, wir müssten klarer, noch deutlicher machen, wie die Lage ist. Und er hat ja auch nicht verdeutlicht, jetzt Panzerlieferungen, warum wir das nicht vor einem halben Jahr gemacht haben. Meines Erachtens hat sich die sicherheitspolitische Lage nicht verändert. Also klare Kommunikation. Auf der anderen Seite müssen wir zum Beispiel Herrn Pistorius jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Und ich habe große Hoffnung, dass er zumindest jetzt mal die Strukturreform der Bundeswehr kraftvoll angeht und wir in einem Jahr, wenn wir uns wieder hier treffen, dann über einen anderen Befund sprechen können. Und das ist immer ein Schleudersitz, diese Position des Verteidigungsministers oder der Ministerin in den vergangenen Jahrzehnten auch gewesen. Wenn es ums Mitgehen der Bevölkerung, das Mitnehmen geht, dazu haben wir heute eine Äußerung gehört, die ist sehr interessant, weil sie in meinen Augen auch schon wieder die Schuldfrage umdreht. Plötzlich klingt es so, als seien die Deutschen sogar fast mitschuld an diesem Krieg. Und zwar hat sich dazu Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer von der CDU geäußert. Wir hören uns das mal an und ich bin sehr gespannt, wie Sie das dann einordnen. Man hat das Gefühl, als wären wir im 19. Jahrhundert gefangen, wo es nur um martialische Worte geht, um gegenseitige Vorwürfe, nur um Gewalt. Und das 20. Jahrhundert, das so viel Leid gebracht hat, hätte überhaupt nicht stattgefunden. Wir hätten daraus nicht lernen können. Das ist doch das wirklich Bittere in diesem Konflikt, dass wir Deutschen, die damals die Täter waren, die versucht haben, in den vergangenen 50, 60 Jahren zu lernen, dass wir jetzt nicht in der Lage sind, dieses Wissen umzusetzen und genau den gleichen Weg wieder gehen. Das Sterben wird immer mehr, die Konflikte werden immer größer. Und aus diesem Konflikt werden dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch Beleidigungen, durch Demütigungen immer wieder neue Konflikte. Das ist doch das, was Jürgen Habermas, was andere im Kern umtreibt. Nicht eine naive Friedensvorstellung, ein naiver Pazifismus, sondern ein gelerntes Wissen aus dem 20. Jahrhundert. Herr Professor Neitzel, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Was hören Sie daraus? Naja, wenn Herr Kretschmer sagt, wir haben nichts aus der Geschichte gelernt, wir machen das wieder, dann kann ich nur Herrn Kretschmer empfehlen, vielleicht mal ein Buch zu lesen. Denn ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland einen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion fährt. Darum, das hat NS-Deutschland getan. Wir sind in einer völlig anderen Konstellation. Deutschland hat damals die Sowjetunion überfallen, heute hat Russland die Ukraine überfallen. Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Und wenn wir nicht in der Lage und willens sind, einem überfallenen Staat in Ost-Mitteleuropa Beistand zu leisten, dann können wir die UN-Charta auch gleich in die Tonne treten. Ich weiß, dass Herr Kretschmer natürlich in Sachsen eine besonders schwierige
politische Lage hat. Und die Nähe zu Russland ist da besonders groß. Auch die Distanz zu den USA ist besonders groß. Also was man vielleicht noch aus seiner Rede rausnehmen kann, sicherlich dürfen wir uns nicht Illusionen hingeben, dass morgen die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückerobert und dann Frieden ist. Aber wir müssen schon klar unterscheiden, wer ist der Angreifer und wer ist der Verteidiger. Wir hören ja fast gegenteilige Forderungen bei den Demonstrationen, zum Beispiel am Wochenende von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer organisiert, wo es heißt, nein, man müsste jetzt einfrieren und dann gucken, wie man mit Russland verhandeln kann. Was könnten die uns geben? Aber das, ist das eine Meinung, die sich auch durchzieht, durch Deutschland in bestimmten Kreisen? Also niemand will Krieg. Ich denke, das ist klar. Und Frieden ist immer die bessere Alternative. Nur zu welchem Preis? Ich glaube, dass wir haben zwei Traditionen, die jetzt zusammenkommen. Wir haben einen ganz klaren anti-amerikanischen Kurs der deutschen Linken. Sagen, also auch Olaf Scholz hat mal als Juso-Vorsitzender Amerika für den Teufel der Welt gehalten. Das ist lange her. Aber wir haben diese Tendenz, sagen, auch in der SPD gehabt, in der deutschen Linken. Man hat eben gegen die Pershing II demonstriert und nicht gegen die SS-20. Nur die AfD sagt jetzt das Gleiche, die kommt von rechts. So, bildet sich da eine Genau, da haben wir also ganz links und ganz rechts. Und wir haben natürlich dann die Ost-West-Spaltung, die was alle Umfragen zeigen. Und wir sind in dieser Hinsicht ein komplexeres Land als vielleicht Großbritannien, als Frankreich oder andere Länder. Und wir haben diese historischen Argumentationstraditionen und ich kann immer nur wieder dagegen argumentieren. Also es gibt ja auch die Stimmen, die Amerikaner haben diesen Krieg verursacht oder und so weiter. Oder die NATO und so weiter. Also ich glaube, die Rechtslage ist relativ klar und es geht um die Wiederherstellung von Recht. Wie weit das gelingen kann, ist eine ganz andere Frage. Aber jetzt die Waffenlieferungen zum Beispiel einzustellen, das war ja auch eine Forderung, bedeutet letztlich, Putin zu belohnen, sich auf die Seite Putins zu stellen. Also ich würde davor sehr warnen. Und es ist natürlich die Frage, wohin gehen wir, was können, was müssen wir erwarten? Die Deutschen, ganz Europa ist eben jahrzehntelang Frieden gewohnt gewesen. Der Chef des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, der hat sich auch zu Wort gemeldet. Er sagt, wir müssen uns auf ein Jahrzehnt sogar der Bedrohung einstellen. Gucken wir mal auf das Zitat. Da sagt André Wüstner, es wäre naiv zu glauben, dass der Krieg in diesem Jahr vorbei sein wird. Vielleicht haben wir es hier nochmal. Genau, da ist das Zitat. Also es wäre naiv, dass er in diesem Jahr vorbei sein wird. Wir erleben ein Kriegsjahrzehnt in Europa. Die NATO und Deutschland müssen sich strategisch auf eine Dekade an Bedrohung ausrichten. Ja, das hört man sehr ungern. Ist das tatsächlich die politische Realität? Stimmen Sie da mit ihm überein? Ich würde Herrn Wüstner unbedingt zustimmen, denn wir alle wissen nicht, wie dieser Krieg endet. Keiner von uns beiden, Sie nicht, ich nicht, können sagen, was in den nächsten vier Wochen schon passiert. Und Leute, die viel mehr Experten sind als ich, haben sich vor einem Jahr extrem vertan und gesagt, der Krieg ist nach zwei Wochen vorbei. Also wir können das können wir nicht voraussagen. Was aber klar, also aus meiner Sicht deutlich ist, das wird auch bei Herrn Wüstner deutlich, ist, dass selbst wenn wir in einem halben Jahr einen Waffenstillstand hätten, ist eigentlich der Konflikt nicht gelöst. Nicht, also der Konflikt wäre ja aus ukrainischer Sicht gelöst, wenn die Ukraine in die NATO kommt und die Territorien zurückkommen. Das wird Russland nicht zulassen. Es ist auch militärisch nicht möglich. Wir sind zurzeit ja so ein bisschen in einer Pattsituation. Also, dass dieser Konflikt zwischen diesen beiden Staaten, auch letztlich zwischen dem Westen und Russland, in einem halben Jahr, einem Jahr gelöst wird, ist ja extrem unwahrscheinlich. Also egal, wie dieser Krieg ausgeht, so oder so, wenn wir weiter eine Konfliktsituation von NATO-Staaten, von EU-Staaten mit Russland haben. Vielleicht. Und wie das genau aussieht, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass Herr Wüstner völlig recht hat, dass es deswegen auch darum geht, die Bundeswehr neu zu gründen. Und diese Neugründung der Streitkräfte ist auch nicht in der Amtszeit von Herrn Pistorius abgeschlossen. Da reden wir über 10, 15 Jahre. Und dann vielleicht noch die Anschlussfrage, wie stabil ist denn der Westen, also auch die NATO, das Verhältnis zu USA? Das kann ja auch von einem jeweiligen Präsidenten abhängen. Und nicht nur von einem Präsidenten, denken wir auch an die Europäer sind ja komplizierte Partner. Und sie sind ja mitnichten einig. Also das ist nach wie vor eine Probe auf die Einigkeit der Europäer, der Nordatlantischen Allianz. Und wir müssen diese Allianz, wenn Sie so wollen, immer wieder neu gründen. In jedem Jahr müssen wir sie eigentlich neu gründen, uns neu versichern, weil in jedem Land gibt es politische Veränderungen. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe und ist die Probe auf Exempel, wie der Westen in dieser Krise standfest ist und welche Schlussfolgerungen er auch zieht und ob er in der Lage ist, sich evolutionär weiterzuentwickeln, Europa wirklich auch zu einer Verteidigungsgemeinschaft zu werden, bestimmte als Player, nicht nur finanzpolitisch, in der Steuerpolitik, in diesen Dingen, in Wirtschaftspolitik, sondern auch sicherheitspolitisch ein Player zu werden, der eben ein Gewicht hat auf der Welt und der eben auch sagen kann, bis hierhin und nicht weiter. Also kurz gesagt könnte man sagen,
Eine Zeitenwende? Ja, ich hoffe, dass wenn wir uns in regelmäßig wieder treffen, dass wir dann wirklich sagen können, noch wissen wir es nicht, dass wir wirklich sagen, ja, es war eine Zeitenwende. Noch ist es ein Versprechen, noch ist es dann, findet es im öffentlichen Diskurs statt, ja, da ja. Aber wenn wir sehen, was real passiert, würde ich sagen, Deutschland und Europa haben noch ihre PS nicht auf den Boden bekommen. Sagt der Historiker Professor Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre ausführliche Analyse und den Besuch hier bei uns zu diesem besonderen Tag im Studio. Gerne.